Der Ingenieursberuf hinsichtlich der Tragwerksplanung hat sich verändert und wird sich auch kontinuierlich weiter verändern. Als BIM-Modellerin und BIM-Koordinatorin erstelle ich 3D-Gebäudemodelle. 3D-Gebäudemodelle heißen bei uns als Ingenieurbüro, dass wir das Fachmodell Tragwerk erstellen. Das besteht zum einen aus dem Schallmodell und zum anderen aus dem Bewährungsmodell. Und wir erstellen das mit unserer Autorensoftware Allplan. Wir erstellen das auch schon in einer sehr frühen Leistungsphase ab dem Entwurf und führen das dann bis hin zur Bauausführung fort. Wir haben schon einige Anwendungsfälle, die wir täglich umsetzen. Gerade bei komplexen Geometrien von Gebäuden kann man den Lastschluss früh erkennen und Schwierigkeiten aufdecken, die man dann am 3D-Modell auch dem Bauherr zum Beispiel verständlich machen kann. Und somit sind wir jederzeit in der Lage, auch verlässliche modellbasierte Mengenauswertungen zu machen zur Kostenschätzung, Kostenauswertung und zur Ausschreibung. Die größte Herausforderung, ja, das war tatsächlich die Umstellung von einem reinen 2D-Denker von Linie, Striche, zu 3D-objektorientiertem Arbeiten, die Denkweise auf die 3D-Objekte umzumünzen, die Arbeitsweise darauf umzumünzen. Vor 10 Jahren haben wir angefangen, von einer 2D-CAD-Planung auf eine 3D-Planung umzusteigen. Wir haben zusätzlich noch dazu CAD-Vorlage aufgebaut. Wir haben standardisierte Pläne aufgebaut, um den Umstieg zu unterstützen, um einfach die Komplexität etwas abzumildern. Das ist uns eigentlich ganz gut gelungen. Diese CAD-Vorlage, die sind von vornherein so aufgebaut worden, dass sie einen IFC-Standard erfüllt und wir an OpenBIM-Projekten dadurch mitarbeiten können. Und natürlich musste man zusätzlich auch noch Programme erlernen. Man musste den Umgang mit Modellführern erlernen, man musste mit webbasierten Plattformen umzugehen lernen. Zur Sicherstellung unserer Modellqualität haben wir auch klare Modellierungsrichtlinien und Bürostandards. Und wir führen auch Modellprüfungen durch mit Solibri. Da haben wir eigens erstellte Regelsätze und Prüfprozesse auch im Büro. Denn wir haben an unsere BIM-Modelle auch einen gleichen Qualitätsanspruch wie auch an unsere Schall- und Bewährungspläne. Nur auf Grundlage einer guten Planung und eines guten Fachmodells kann auch dann die Bauausführung auf der Baustelle qualitativ hochwertig gemacht werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir unsere Modelle auch direkt prüfen können. Wir müssen nicht immer einen 2D-Plan, einen Schallplan haben. Wir können das am 3D-Modell und somit haben wir einen hohen Planungsstandard und auch eine hohe Planungssicherheit. Als BIM-Koordinatorin unterstütze ich intern auch noch unsere Kollegen bei der Umsetzung der BIM-basierten Arbeitsweise und führe eben eine interne BIM-Koordination durch. Zusammenfassend kann man sagen, dass in unserem BIM-Modell unsere gesamte Planungsleistung zusammengeführt wird und auf dieser Grundlage wird dann eben das Bauwerk auf der Baustelle auch hergestellt.